Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres NBA 2K15 Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut We Play Games for You. Und ab geht er, der Peter. So. Früh ist die Stunde. Muss heute an einem Samstag arbeiten. Habe ich absolut keine Lust zu. Aber ich nehme trotzdem jetzt vorher auf. Davon abgesehen. Ja, also uns steht natürlich wieder ein Spiel bevor. Ich habe keine Ahnung, gegen wen wir spielen. Aber das ist ja immer so. Von daher halb so schlimm. So. Gegen die Clippers, oder was? Das ist das vorletzte Spiel. Okay. Ich sag gleich dazu, damit jeder das weiß, im Grunde genommen. Morgen gibt's keine Folge. Sondern erst am Montag wieder. Morgen mache ich frei, sozusagen. Da gibt's nur die News. Und das, was so oder so schon voraufgenommen ist, was ich immer mit Evo zusammenspiele. Aber ich nehme nichts weiter auf. Ich habe ja eine beeindruckende Serie hingelegt, würde ich mal behaupten, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Also wenn das nicht beeindruckend ist, weiß ich auch nicht. Nö, 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 nö. So ein Scheißdreck, ey. Heftig, heftig. So, komm, komm. Ba, 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 ba. Ich bin so gespannt, bei was für einem Team wir am Ende landen. For the Denver Nuggets, they come in off that loss to Sacramento. And boy, they really got humiliated at home. They got flat out dominated in that game, guys. Well, we knew going into that game. Wow, toller Korb. Und das, obwohl wir zu zweit an ihm dran waren. Durchschnittlich 18,2 Punkte pro Spiel ist halt auch schon eine Hausmarke. Wir haben gerade mal 8 oder was im Schnitt. All right, let's set the floor, courtesy of Gatorade. All fueled up and ready to go. So on the floor, danke dir. Little General in it, power forward. Aflalo the 2, Gallinari the 3. Hickson is out there with Nate Robinson. Aflalo. Gut, Hickson. Nochmal auch wir. Boah, das war doch ein Foul, Mann. Aber diesmal gepunktet, super gut. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist der Standard, den er setzt. Es scheint, wie all diese Second-Chance-Points, ich meine, sie sind da für ihn, Game in, Game out. Und jetzt schon 3 Offensiv-Rebounds insgesamt, nur durch eine Aktion gehabt. Scheißendreck. Ach, Schande. Ich hab gehofft, wir kriegen vielleicht was hin. Der Pumuckl, habt ihr ihn gesehen? Jawoll, ey. Illegal Screen. Sehr schön. Okay, ich muss werfen, beziehungsweise passen viel mehr. Hickson, Hickson. Now here is Robinson, averaging 10 points per contest. On its way from a follow for 2, off the left rim and out. You just assume he's gonna knock those down when he's as open as he was there. Aufpassen. Defense, Defense. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir den Ball hier nach Möglichkeit wiederbekommen, was wir nicht geschafft haben. Sind die nämlich in Führung. Wir müssen schauen, dass wir hier mindestens ausgleichen. Ich will nicht immer im ersten Viertel so ein paar Punkte liegen lassen. Weil bisher habe ich die Erfahrung gemacht, was wir im ersten Viertel verlieren, das kriegen wir irgendwie auch zum Ende hin nicht mehr wettgemacht. Beziehungsweise es wird halt der Grundstein gelegt für den späteren Spielverlauf. Ach scheiße, die machen wirklich jeden Korb. Die sind überhaupt nicht beeindruckt von den Defensivbemühungen. The Nuggets have gone 2-6 from the field. Robinson kicks to Gallinari. Danke dir. Here's Little General. Geblockt, super gut. Das war ja peinlich, ey. Das kommt bestimmt gut bei den Teammitgliedern an. Scheiße, Mann. Jetzt bin ich schon ausgelaufen, ey. Fuck. Here tonight, we'll see. The Nuggets trail by 6. Well, you often think of the Clippers as being an updated version of Showtime. They know how to grind and get a win too. Yeah, I thought they were a little better defensively. They have guys that will give you highlight reel material.
die ersten Punkten. Robinson against Paul. On the wing, Jamal Crawford. He's looking for Griffin, finds him. Oh man, bin ich auf Fake reingefallen. Ich falle so oft auf die Fakes rein, das ist lächerlich. Foul bekommen, wunderbar. Er hat uns weggeschubst. Habt ihr gesehen? Er hat uns in die Bewegung geschubst. Pass. And some stats here, guys. The scoring breakdown for the Clippers. Guys, they're really passing the ball well here. Oh shit! Na, immerhin eingetroffen. Their presence in the paint tonight, also a lot of their scoring to this point. Sehr gut, Block gestellt, wunderbar. Here's Little General. 14 points from him the last game against Sacramento. And he did some nice work on the boards too, Kevin. That was definitely a factor in that game as well. Danke. Na, da muss ich noch ein bisschen trainieren, ey. Was? Jetzt hat er gefoult und er kriegt einen extra Punkt, ey. Scheiße. Ausgewechselt. Alright, you're up. 1-2 Sekunden vor Schluss sind wir wieder drinnen. Wie sieht's aus? Oh, scheiße, ey. 24-16. Super gut. Wer hätte das gedacht? Also die Nuggets sind so scheiße, egal ob ich mitspiele oder nicht, das ist lächerlich. Das ist lächerlich, ist das, ey. Jetzt kotzt mich an. Kommen jetzt wahrscheinlich erst im zweiten Viertel ran. Boah, ey, bitte. And they need to continue to put pressure on the defense and try to really run away with this one from here. Oh man. Na los jetzt hier, zweites Viertel. Geben ein bisschen Gas. Keine Anweisung. And before we move on, what do you guys think about what we've seen so far from the Clippers? Yeah, everything's gone right for this club offensively. They are really putting it together. Not too many speed bumps in the road as they built this lead. Blake Griffin down low and DeAndre Jordan. CP3 at point with Redick there in the backcourt. Jawohl, Mann. Super gut. Bin begeistert. Nächste Punkte gemacht. Guter Start ins zweite Viertel für uns jetzt. Hey Doris. Thanks Kevin. Little General in the last game against the Kings made some nice plays. He dropped 14 points and in addition to his scoring, he also came away with a season high for rebounds. His performance will be a high note in what has been a disappointing season for his team. Thank you Doris. He was. Jawohl, rebounded. Lawson, Lawson. 1 gegen 1, du schaffst die Junge. Jawohl, gut. Assist auch nochmal bekommen. Super gut. Yeah, I think he relishes that because he knows he's capable of doing it. He's had some performances that have fortified his confidence in that role. So he's in a good place. Mittlerweile stehen wir ja sogar ganz gut da, was die Kommentatoren sagen. Also die scheinen unsere Leistungen jetzt als konstanter einzuschätzen. Lässt zumindest denen ihre Kommentare zu. So, gut. Block zum Punkten gestellt. Das war schon mal gut. Sind auf einmal nur noch 7 Punkte Rückstand, keine 10 mehr. Haben wir auf jeden Fall was richtig gemacht. Jawohl, ey, Alter. Was war das für ein Pass? Super gut, Junge. Na, er weiß zumindest, dass er Scheiße gemacht hat. Komplette Mannschaft wird ausgewechselt, nur wir nicht. Schon mal ein gutes Zeichen. Aber ich sag euch mal, auf was ich mich echt freue, und zwar ein weiterer Titel von 2K. Der kommt nur erst nächste Woche Dienstag. Na, der ein oder andere wird's wissen, nämlich GTA 5 für die Next-Gen-Konsolen. And there was a study using the new motion tracking camera, Steve, that I know that you're interested in, to look at every action on the court, every action, and it determined
Jawohl, gut, Gallinari. Super nice. I think we've all been able to tell that Chris Paul has been one of the most efficient players in the NBA for years. He's always at the controls for his team. So poised, an incredible decision maker. And just figures out. War ein toller Pass, ey. Schön hin und her, Doppelpass sozusagen. Jungs, ach Scheiße, ey. Das, was du rausspielst, kriegst du gleich wieder um die Ohren gehauen. Lächerlich, lächerlich. Robinson kicks to Hickson. And for those of you just joining us, in the second quarter with about 3 minutes gone by. Ausgeboxt. Off the back rim, no good. Scheiße. Los Angeles leading by 9. And it's Paul penetrating and the wide open shot from Griffin. Oh fuck, ey. The Clippers. Well, it's kind of been the story here today, hasn't it, Clark? So lächerlich, oder nicht? Das kann doch nicht sein. From the floor in the second quarter, 3 of 6. To the wing right side. Gallinari passes to Robinson. Danke, dass ich den Pass nicht bekommen habe, du Arschgesicht. Here's Little General, defended by Griffin, but they recover it. Clock at 4. Here's a follow from 15 feet. It goes down. And so here are the Clippers. There's the feed to Crawford from the arc. Oh, fuck. Seid ihr Affen? Habt ihr das gesehen? Wie sie zu viert oder was da unten unter dem Korb stehen und alle sind zu blöd für den Rebound. Das kann doch nicht sein. Was sind denn das für Amputierte? Boah, ey. Das gibt's doch nicht. So ein Scheiß. Ja. Boah. Halbzeit, ey. So ein Dreck. 7 Punkte aber immerhin nur Unterschied. Bla bla bla, Vogelkacke, ey. Alright. We've got some work to do, but it's not too late. Let's put our stamp on the second half. Now a few things. I definitely can't find any fault with the way we shot the basketball. Our shot selection has been just like I hoped it would be. We're putting up some very efficient numbers, gentlemen. Now I'll give credit where credit is due. We've taken very good care of the basketball. Turnovers were scarce, and we need to keep it that way. And we all know we've got some catching up to do. So how about we pick up the pace in the third quarter, get things moving on offense. I do not want to see a repeat of those first 2 quarters. Let's play like the team we are, not the team we were in the first half. I don't know who that was, but it's not us. Das denke ich eher nicht. Ich glaube eher, dass das genau wir waren, ey. So, Spiel weit machen. Platz für Würfe schaffen, beziehungsweise Penetration. Ja, okay. Weiß ich noch nicht, ob ich das so umsetzen werde. Display there. At the end of the day, I wouldn't be surprised if we're talking about what a great second half he had. He can usually keep it going for all rebound. Here's who Brian. Nein, fuck. Oh god. Aflalo and Gallinari are the wings. Nate Robinson is out there with Hickson. Paul kicks to Crawford. Right side Griffin. Der hat uns weggestummt. Der hat uns weggestummt, ey. Points and he's providing them. The Nuggets trail by 9. Guys, they're looking for a way to score here. Yeah, they've had a tough time getting the lid off the basket so far. Let's go now to the sideline and catch up with Doris Burke. Hey, Doris. Well, Kevin, there is no. Das gibt's doch nicht. Wir sind unterm Scheißkorb und kriegen den. He demands a lot from his teammates, but they respect his passion. Paul has no time for anyone who feels they don't need to work. He doesn't like guys who take things for granted. Certainly not someone to rest on his laurels, gentlemen. Holding everyone accountable, Doris. Thanks. 5 on the clock. Here's Crawford. Gallinari. Ach, wie er da einfach nur dasteht und den Ball nimmt, ey. Kümmert sich gar nicht drum. Just poor execution. Dishes it to Hickson. Back to Gallinari. Ey, ihr Wichsers. Follow against Barnes. A follow outside.
Na, immerhin. Immerhin. Avalo's got 8 points. That was an important bucket. They're only 1 of 5 now, so they really had to get their offense clicking. You know, one thing you like noch 4 Minuten, um mir was zu schaffen. Lass mir rüber. Gut. Richtig gut. Kicks it to Gallinari. Robinson drives. Danke dir. Here's little general. Oh, ein Foul immerhin. Gut. It's gonna be on Blake Griffin. Pretty bad defense. Oh, ich glaube, ich habe mich verletzt, oder? Nee, okay. Alles gab schon Angst gehabt. Jawohl. Denver shooting their 7th and 8th attempts at the foul line tonight. You take a look at the numbers, guys. Scheiße. They're shooting 74% on the season. And you know, you don't have to tell them what their free throw numbers are. I mean, fuck. They're well aware of it, believe me. Acht. Another good pass, and their offensive execution has been impressive, to say the least. The last 4 field goals have been assisted. Yeah, passing has kept the defense off balance, but to get assist, you got to schlechter Pass. Ich wusste mir aber nicht anders zu helfen, ehrlich gesagt. Gut. Robinson with it. 9 points in the game so far. Pass to Little Jim. Okay. He feeds it to Hickson. A follow outside. Shot clock at 6. That's good. Gut gemacht. Ordentlich. 6 Punkte Unterschied jetzt nur noch. Picked by Griffin. Paul dishes to Griffin. He kicks it to Barnes. Pass to Paul. Now Griffin inside. Los Angeles müssen langsam werfen. Scheiße. Aber immerhin nur 2 Punkte. You know, passing the ball well on the perimeter has really opened things up offensively for this club. Steve, it makes the game easy. I mean, 10 straight points off assist. That's impressive, but it's easy when you move the ball. Robinson passes to Little General. Ja, er ging noch rein. Super gut. Little General's got his 3rd basket of the night. Fellas, that's been a go-to shot for him today. Yeah, they found that sweet spot between the paint and the 3-point line, and they're knocking a lot of those shots down. Mitteldistanz auch genannt, ne? Let's go. Lass den doch nicht. Oh, scheiße. Und warum hüpfe ich nicht? Warum hüpfe ich nicht? Was war das? Ich renne da rum und hüpfe nicht einmal. Lächerlich. On a follow just like he got. Danke. Here's Little General defended by Griffin. Here's Little General. Jawohl. Wie Ball zu lange gehalten, müssen verarschen, du Vogel. Man hat meinen Finger gerade ganz schön geknackst. Gibt's ja gar nicht. Crawford with the ball. Now guarded by a follow. Crawford kicks to Barnes. Pass to Jordan. Wants to get it to Barnes and does. That's good. Oh, scheiße. And the Clippers lead by 8. Eine Minute noch im dritten Viertel. A team is operating than their assist numbers. And theirs are fantastic. It's just beautiful basketball to watch, Clark. Ball against Robinson. Here's Little General. Foul, jawohl. Ich meine, wir werfen zwar nur 50% im Moment, aber trotzdem. Scheiße. Zweite sitzt, ey, ohne Scheiß, 50%. Das gibt's überhaupt nicht. Catching up on the changes for the Clippers. Spencer Hawes has checked in for Jordan. Douglas Roberts comes in for Matt Barnes. J.J. Redick's checked in for Jamal Crawford. And it's Farmall in for Chris Paul. The shot's good. Oh, man. Griffin's got 14. Well, I tell you what, when you get this kind of effort and efficiency from him, they're a really hard team to beat. Lawson outside. Chandler, the pass to Little General. The baseline J. Junge, warum geht er nicht rein?
waren relativ frei hier. Keine Defense und nix. Oh, scheiße. And rebounding is one of those non-glamour stats. I mean, it takes work and effort and tenacity and physicality. But when you look at the scoreboard, you can see the correlation. Scheiße, ey. Auch wieder keine Chance gehabt, ne? Den Ball zu versenken. Teilweise schon lächerlich, was hier abgeht. Clippers lead by 11. We'll be back shortly live from Staples Center in downtown Los Angeles. Ja, dann gucken wir doch mal. In a moment now to check out our state pharmacist of the game, and what a pass it was by a talented point guard. Well, this is what he does. This is the kind of plays he's known for, Kevin. Ja, super. Hinter die Verteidigung gepasst. Sehr gut. Sind auf der Bank. Kommen 2 Minuten ins vierte Viertel rein. Die Gegner sind am Ball. Und wir sind 14 Punkte zurück, ey. J.J. Redick is out there with Farmar. Wir sollten das immer wieder aufholen, ich hab keine Ahnung. That's who's out there for the Clippers. Here's Farmar, here's Hawes, and a... als wäre niemand da, um auf den Korb aufzupassen. Okay, jetzt kommen wir rein. Sollen wir machen? Keine Anweisungen, weil der Coach schon wieder keine Ahnung mehr hat, was man überhaupt machen sollte. Big group substitution here for the Clippers. DeAndre Jordan's checked in for Hawes. Barnes comes in for Chris Douglas Roberts. Foul. Jamal Croft, he's checked in for J.J. Redick. And Paul subbed in for Jordan Farmer. All right, well, look at how the points have been generated so far. A scoring breakdown for Los Angeles. Nicht so gut. Es war lächerlich langsam. Ich weiß nicht warum. Das Flalo hat gefoult. Matt Barnes really a good glue guy. Rebounds, defends. He's got better with his outside shot, and he can really run the lane. And he's always had a toughness and a fearlessness that I think a lot of people love. He makes one of two that time. And you look at advanced plus-minus measurements. Matt Barnes rates really well. Not surprised by that, Kevin. Yeah, dunk one. The floor. He does a lot of those little intangible things that don't always show up on the stat sheet. I like that they're taking it inside and taking advantage of each opportunity, Clark, to chip away at the deficit. Yeah, and doing it with the dunk is a major energizer. 3 Minuten noch. Gets the momentum going. Yeah, and I think the interior defense, as good a job offensively as we saw, the defensive presence was almost non-existent. Scheiße. Ich habe eigentlich auf einen weiteren Rebound spekuliert. That kind of sums up the defensive effort we've seen here tonight, guys. Robinson passes to Little General. Hickson a screen on Griffin. There's the dish to Hickson. Now the pass to Little General. Jawohl, sitzt auch super gut. Little General's got 11 in the second half. A bit under 3.5. Waren kurz dran. Am Ball. Crawford dishes to Jordan. Aufpassen. Oh nein! Schön in unseren Rücken gespielt. Keiner war da. Toll gemacht. Virtually uncontested. It's nice to be able to add to the lead without really having to work for it. And here is Robinson. Shot off the pick. A second chance effort. And super. Puts it in. Seems like they're on their heels every time defensively because the ball continues to go into the post. Well, if they don't pick up the aggression, things are only going to get worse. No, hoffentlich nicht, ey. Paul. 1:49 left here in the fourth quarter. Lassen Sie schön die Zeit hier rumgehen. Gefault. Nee, es ist ausgelaufen. Wie gut ist das denn? The Nuggets trail by 14. Now, here is Robinson. Feeds to Hickson. Well, in these games, Foul bekommen, sehr gut. Sitzt, sehr gut. But it's a difficult issue for the NBA. How do you make these late season games more meaningful? Jawohl. Drops them both. Jawohl, jawohl.
And here are the Clippers now. At one point, they led by 16. 1:21 left in the fourth quarter of this one. Jordan dishes to Crawford. Here's Griffin. Mein Fehler. Egal. Wir haben noch eine Minute. 14 Punkte. Yeah, this late in the game, it'd be almost impossible for them to blow a lead like this. Hickson sets the screen for a follow. No good on the shot. Scheiße, sie wären beinahe dran gewesen. Nice little two-man game there. And it wouldn't surprise me to see them go back to that the next trip. And there's no playing with a lot of confidence. Das hat perspektivisch so ausgesehen, als würde es direkt zu uns fliegen, der Ball. Looking at both these teams, they're great rebounders, and on any given night, you might not know who would have the advantage on the boards. Rebound und Dank, Mann, jawohl. And in what's been a solid season to say the least, tonight's game will push their win total now up to 53. Kaboom. Capping off this season series in just the way we would have expected out of a team that has already won the previous three encounters. You know, we don't see between conference opponents very often. This has been utter domination. You look at the stats and you'll see just how dominant a game this was for Blake Griffin. Every time he shot it seemed like it was rebound und kaboom, 20 Punkte. Putbacks about as easy as it's gonna get. You have to put a body on someone down there. Well, no box out, that's the result you get right there. 3 seconds separate the shot clock and game clock. Good and pull. Na, wir waren dran. 20 Sekunden noch. Reach it is now, thanks to this spurt. Just keep on firing, man. No reason to slow down now. Denver's gone 1-3 from outside the arc since we've reached the fourth quarter. Out to Gallinari. Robinson against Paul. Fade away. Misses off the left. Scheiße. Letzte Chance vorbei. So the Clippers winning this one easily. Bitter, ey. Bitter. Yeah, it certainly was. I mean, these guys played a great all around. Hey, Kevin, I'm here with. Na, immerhin wieder ordentliche VC bekommen, würde ich behaupten. Dann können wir auch was skillen jetzt gleich. Oh. Aber trotzdem ärgerlich. Und die Serie bleibt bestehen, ne? Das ist das Wichtigste. Serie ist da. Bin mal gespannt, wie es beim nächsten Thema wird. Das war echt bitter. Ich bin gerade am überlegen, ob ich dann Death skillen sollte. Dev und dieses Spielmacherzeug. Eventuell sogar. Mal drüber nachdenken. Mal gucken, ob nicht jetzt erstmal noch was mit Arena-Tunnel oder so kommt. Ah, ne, Team-Training-Spiel. Ah, okay, von mir aus auch das. You were getting hammered on the boards last game. Today I want to work on getting a body on people, boxing out and exploding to the boards. Got it? Let's go. Okay. Also Defense und Rebound sollen wir machen. Danke, dass die Pässe nicht kommen. Ach, faul! Nee, Wurfzeitüberschreitung. Scheiße, ey. Aber auch krass, aus welcher Position der da Richtung Korb gezogen ist eben. Ich hoffe, dass das wenigstens irgendwie nochmal VC bekommt. Das habe ich gerade nicht im Kopf. Wenn ich jetzt hier keine VC bekomme für den Scheißdreck, dann flippe ich aus. Danke. Okay. Gar keine Lust, ehrlich gesagt, auf so einen Trainingskack hier mit der Mannschaft. Nuggets können von mir aus bleiben, wo der Pfeffer wächst. Sch-
Scheiße, ey, Chandler. Du Schwein. Ich hab gedacht, wir wären Freunde. Oh, Leute. Gibt's überhaupt nicht. Jetzt würden wir gar nicht mitspielen. Hängt aber auch ein bisschen mit meiner Motivation zusammen. Hat's den hingelegt, ne? Rebound. Danke. Ach, Schande. Nur schlechte Wurfauswahl im Moment, was wir hier gesagt bekommen. Oh, fuck. Ey, das gibt's doch nicht. Okay, Stil. Aber eigentlich ist es auch nicht gut, wenn ich im Training nicht reinhängst. 2 Minuten 40 noch. Gut, endlich mal gepunktet. Und dann freigelassen. Zwei Minuten noch knapp. Ich denke, wir sollten echt Defense skillen. Gut. Auch wieder gefunktet, aber nur 1 Minute 19 und wir sind 9 Punkte zurück, ist natürlich bitter. Gut. Gereboundet. So, es geht hier ab. Komm, komm, komm. Oh, endlich auch mal gepunktet. Sehr gut. Jetzt passiert. Kopfhörer sind drunter gefallen. Okay. Okay, haben wir sogar gut defended. Lauf jetzt, Junge, lauf! Waren kurz dazwischen. Gut. Werf jetzt! Hat nicht mal doch hat gezählt, okay. Gucken, was der Trainer zu sagen hat. This isn't college, this isn't Europe, this isn't the D-League, this is the NBA. And if you want to last in this league, you're going to have to do a lot more work than you did today. The players that stick around are the ones who work the hardest.
So you better get after it next game, because your effort in practice today was unacceptable. Now get out of here, before I really lose my temper. Ist mir doch scheißegal, du möchtest gern Coach. I can't believe it's actually happened. Man, what are you babbling about now? Oh, God. You've earned a spot in the starting lineup and continue to make plays. I like what you're bringing to the mix, but only time will tell if you can produce consistently over a long haul. You just gotta keep working, and who knows, maybe this team will be yours someday. So ein Quatsch, man. Aber ich bin nur froh, was beizutragen. I'm just happy to be a part of this team. Be a part of something special. That's the kind of humility that will serve you well, my man. Also bald nicht mehr in diesem Team. Idiot Lawson, Mann. Hast du nicht von dem Social Media Skandal gehört, Mann? Ich bin schon längst auf der Suche nach einem anderen. Ey, das lebt hinter dem Mond, ne? Nach dem, was der Coach abzieht, Latte. Mir doch scheißegal, was das Team macht. Das ist ein Team, das ist mir scheißegal. Scheißegal. So, okay. Dann skillen wir jetzt mal ein bisschen was. Und zwar Verteidiger. Gute ist Wurf erschweren und so weiter, wird dadurch ja auch geskillt. Jetzt machen wir hier Spielmacher noch, damit wir ein bisschen mehr Ballkontrolle haben und auch bessere Pässe im Notfall spielen können. So, dann würde ich mal sagen, machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.